Hey Leute, was geht ab? In diesem Video habe ich euch ein Review vorbereitet. Und zwar hat mir die Firma Coral Vision ein tragbares CarPlay-System zur Verfügung gestellt. Damit kann man nicht nur CarPlay nutzen, sondern auch wie hier Android Auto und MiroLink. Ich werde euch allerdings in diesem Video nur CarPlay zeigen können, weil ich selbst nur ein iPhone nutze. Kurz zum Lieferumfang. Wir haben hier die Halterung für vorne an die Scheibe. Wenn man sie nicht an die Scheibe anbringen möchte, hat man hier so eine Glasplatte, die man dann vorne mit einem doppelseitigen Klebeband an das Armaturenbrett dran klebt und die Vorrichtung dann da drauf. Dann haben wir so eine Antivibrationsmatte, die zwischen dem Gerät und dem Armaturenbrett an sich selbst kommt. Und dann 12-Volt-Stecker. Und bei der Version habe ich auch eine Rückfahrkamera mit einem 5-Meter-Kabel. Und bei der Rückfahrkamera entweder Schrauben oder auch doppelseitiges Klebeband. Dann haben wir unseren AV-Stecker für die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Autoradio. Wenn der zu kurz ist, wie bei mir, kauft man sich dann eins oder man hat eins mit diesen zwei Streifen. Das sind die TRS-Kabel, die mit den drei Streifen, die TRRS-Kabel, die funktionieren nicht. Ansonsten haben wir hier eine Bedienungsanleitung auf Englisch, eine Anleitung für das Gerät an sich selbst und eine kurze Anleitung, wie man die Rückfahrkamera installiert. Dann gehen wir mal rüber zum Auto und schauen weiter. So, ich hatte es ja bereits seit einigen Tagen in Nutzung, teste es seit einigen Tagen schon und habe es bereits soweit hingelegt. Bevor wir allerdings auf das Gerät eingehen, zeige ich euch kurz, wie ich die Rückfahrkamera installiert habe und wie ich die Kabel hier schön verlegt habe, damit ihr eventuell nachmachen könnt und seht, dass es nicht so viel Kabelsalat am Ende ist. Für die Rückfahrkamera nehme ich die linke Seite für das Rückfahrlicht, weil ich auf der rechten Seite das Pannenset für die Reifen habe. Das ist dann lästiger, das abzumachen. Einfach hier diesen Deckel abmachen. Dann haben wir hier diesen Stecker. Hier bei dem Stecker kann man hier einmal reindrücken und dann rausziehen. Dann haben wir hier einmal diese Schraube. Und einmal diese Schraube hier aufdrehen. Aufpassen, dass sie nicht da reinfällt. Einmal. Hopp. Zweimal gerettet. Dann kann man hier die Rückleuchte einmal komplett entfernen, einmal reinlegen und nehmen, damit wir besser arbeiten können, den Stecker hier nach draußen. So. Dann haben wir hier die Stecke Nummer 1. Das ist violett, also lila und grün. Den müssen wir abzweigen. Also jetzt habe ich das Kabel, also die das Kabel Nummer 1 einmal durch die Mitte geschnitten, zurecht aufgemacht und nehmen dann am besten unseren Kabel schon direkt mit der Vago-Klemme dran, einmal hier durchstecken und das Ganze dann zusammen verbinden. So sieht es dann aus, alle drei sind verbunden, da kann man dann wieder reinstecken. Dann haben wir nämlich unseren Kabel schon im Auto. Bevor wir alles schließen, tun wir die Kamera mal testen. So, ich sitze wieder vorne im Auto. Mal zurück raus hier. Also ich muss nicht unbedingt im Hauptmenü sein, aber ich habe es alles gemacht. Das Kabel hier liegt hier rum. Jetzt soll ich meinen Rückwärtsgang reinmachen. Und sofort wird die Kamera angezeigt. Die zeigt jetzt natürlich nach oben. Wenn ich den Rückwärtsgang wieder rausnehme, also es reagiert echt schnell und wieder rein. Wow, nicht schlecht. So, wichtig ist bei der Kamera, so rum ist sie richtig. So, dass die Bügel nach oben sind. Also so rum ist er falsch. Genau, hier haben wir auch so einen Sticker drauf. Also so rum ist er richtig. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich ihn installiere. Aber das kann jeder für sich selbst entscheiden. Fakt ist, Hauptsache sie funktioniert. So sieht es dann am Ende aus. Habe hier nur ein Loch gebohrt und das Kabel von der Kamera reingeführt und mit Ach und Krach mit einem Schnur
hinter der Verkleidung hier durch. Da kommt sie raus und da kommt das Kabel dann raus. Das tue ich jetzt in der Verkleidung verstecken und gut ist. So, damit ihr auch keine halben Sachen seht, das Kabel habe ich hier reingesteckt. Dann hier mit der Handpiste aufgehebelt und das dann rausgezogen. Das werde ich jetzt in der Verkleidung durch bis nach vorne. Hier durch einmal und dann werde ich das hier unten drunter hier nach oben verlegen. Dann ist es soweit fertig. Ihr könnt natürlich so verlegen, wie ihr möchtet. So, nachdem wir alles schön installiert haben, ich habe mich mit der Variante mit dem Glas entschieden. Und zwar, ich mag es halt nicht, wenn da irgendwas an der Scheibe hängt. So sieht es aus, als wäre es ein Navi vom Auto selbst. Wir schalten die Zündung an und warten einige Sekunden, bis das System hochfährt. Dann zeige ich euch kurz, wie wir uns verbinden. So, wir haben einmal das Menü Bluetooth. Das Passwort für den Bluetooth ist 4x die 0. Und der Name von dem Gerät ist CarPlay BT. Da klicke ich einmal drauf und gebe 4x die 0 ein. Und gehe auf Koppeln. Dann kann ich auf CarPlay verwenden klicken. Und CarPlay wird schon direkt gestartet. Das muss ich nur einmal machen. Beim nächsten Mal steige ich ein und das Ding verbindet sich von selbst. So, da bin ich verbunden. CarPlay wie auch in jedem anderen Auto. Die neue Version, ich meine, das glaube ich ab iOS 14, dass es so getrennt aussieht. Dann haben wir hier Standard unsere Menü und um wieder auf das Hauptmenü zu gehen, klickt man hier auf Car. Dann sind wir auf das Hauptmenü wieder. CarPlay geht mit Kabel und auch Wireless. Das geht aber nur mit CarPlay und geht auch nur mit Geräten, die das unterstützen. Android Auto geht leider nur mit Kabel, nur als Info. Dann haben wir noch unseren AV-Kabel, habe ich nicht dran gemacht, wenn ihr euch fragt, wieso. Das hatte ich ja schon fast vergessen zu erwähnen. Die Soundwiedergabe, das funktioniert über FM-Transmitter. Da kann man dann sein Radio einstellen. Ich habe die Frequenz 96 eingestellt. Wenn man zum Beispiel mehrere Frequenzen haben möchte oder keine Ahnung, man hat halt irgendeine Frequenz, die man speichern möchte, gehen wir mal einfach auf 91 und ich möchte das speichern, dann tue ich gedrückt auf den Button, auf den er es auch speichern möchte. So, jetzt hat es auf 91 gewechselt. Meine Frequenz ist 96, da klicke ich drauf. Das muss ich auch nicht jedes Mal ändern, das ist dann jedes Mal automatisch. Und ich möchte jetzt auch kein Radio anmachen, um das zu testen wegen Copyright. Deswegen öffne ich mal irgendein Video von mir. Da messen wir Werbung. Okay. So, jetzt mal die Werbung wegklicken. So, das mache ich ein bisschen lauter. Ich kann euch kurz zeigen, wie das dann aussieht. Das ist mein Video. Und wenn ich jetzt auf FM-Transmitter gehe, das nur einmal machen, wie gesagt, und die Frequenz wechsle, ansteigt, koppelt sich das drei iPhones verbindet, dann könnt ihr hier sehr raffiniert gemacht mit dem Gerät. Steck mal kurz CarPlay ohne Kabel, wieder rein. Sound ohne Kabel, also besser geht's echt nicht. Lob und Anerkennung. Ja, das erstmal zur Seite. Dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, auf manuell Nachtmodus einzustellen, damit es ein bisschen dunkler aussieht. Die SD-Karte wäre hier oben. Ich habe meine nicht drin, beziehungsweise habe ich keine SD-Karte mit Videos und Bilder, die ich nutzen könnte. Und in den Einstellungen, wichtig ist natürlich, dass wir den Radiobereich Europa einstellen, wenn wir das hier in Deutschland nutzen, beziehungsweise in Europa. Nachtmodus können wir einstellen, eine x-beliebige Zeit, die dann das alles automatisch einstellt. Die Helligkeit, Kontrast, Sättigung, ich mache mal auf ganz hell. Dann haben wir verschiedene Sprachen, ja, Englisch, Japanisch, Chinesisch, Hindu, Deutsch, irgendwas anderes, Asiatisches, was ich jetzt nicht identifizieren kann. Ich denke mal Russisch, Arabisch, Spanisch, Portugiesisch. Es fehlen meiner Meinung nach viele weitere Sprachen. Ich hoffe, das wird bald mit einem Update kommen. Vielleicht Polnisch, Französisch, Türkisch. Auf jeden Fall fehlen da auf jeden Fall ein paar Sprachen.
Die Zeit kann man einstellen und ja, hier kann man dann einstellen, Wireless CarPlay an oder aus. Fahrerposition links in meinem Fall, rechts wäre es dann in Ländern mit Rechtslenker. Verknüpfungsart, wenn man Mirrorlink oder Android Auto hat, muss man das hier vorher einstellen. Und die automatische Verbindung mit dem Telefon, wenn ich jetzt einsteige, dass er dann sofort verbindet. So, was haben wir noch? Das war es eigentlich. Ist nicht viel zu sagen. Es ist halt CarPlay und ich finde das Gerät echt genial. Perfekt für Leute, die kein Navi haben, die vielleicht auch CarPlay nutzen möchten, aber sich kein Navi kaufen möchten mit CarPlay. Und vor allem, das was ich am besten finde bei dem Gerät ist, dass es halt mobil ist. Wenn ich das Auto verkaufe, baue ich das einfach ab. Wenn das Auto vielleicht in Reparatur ist und ich habe einen Leihwagen oder ich fahre in Urlaub mit einem schönen Leihwagen, dann nehme ich das einfach mit. Ja, ansonsten wollte ich euch noch sagen, hier auf der Packung stehen dann die, die Audio- und Videoformate, die unterstützt werden auf der SD-Karte. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, nicht zögern, einfach in den Kommentaren. Ich werde so schnell wie möglich antworten. Ich nutze das Gerät auch jetzt selbst auf jeden Fall in dem Corsa. Ich fahre ja nicht nur meinen Astra K, sondern auch den Corsa D. Und bin echt happy, das Gerät haben zu dürfen. Und hoffe, auch euch hat es gefallen. Und gerne liken, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und vor allem den Link von dem Gerät setze ich in die Beschreibung. Da muss ich natürlich den Link von Alibaba International nehmen, weil ich das Gerät auch von denen zur Verfügung gestellt bekommen habe. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.